Hey Leute, was geht ab? Um an den hinteren Bremsen arbeiten zu können, müssen die elektronischen Bremssättel eingezogen werden. Ich zeige euch in diesem Video, wie wir per manuelle Methode auf den Service-Modus kommen. Dazu stellen wir das Getriebe auf Neutral oder Parkstellung. Zündung ein, Motor bleibt aus. Nun treten wir auf das Bremspedal, bis kein Unterdruck mehr vorhanden ist. Am besten so 5-6 Mal. So, jetzt auf das Bremspedal und den Schalter Feststellbremse gleichzeitig für 15 Sekunden ungefähr drücken. Bis ein orangefarbener Leuchter auf der rechten Seite anfängt zu blinken. Weiterhin drücken. Jetzt lassen wir kurz los und drücken nochmal ungefähr für 5 Sekunden, bis die Leuchte nicht mehr blinkt. Dann lassen wir alles los. Jetzt alles loslassen und hört, wie die Bremsen momentan eingezogen werden. So. Jetzt sind die Bremssättel eingezogen. Ihr könnt die Belege, Scheiben wechseln etc. Wenn ihr damit fertig seid, müssen wir natürlich den Service-Modus wieder rückgängig machen. Um den Service-Modus wieder rückgängig zu machen, treten wir auf das Bremspedal und ziehen gleichzeitig den Schalter für Feststellbremse zu uns und halten es, bis die Leuchte erlischt und die Bremssättel wieder ausgefahren werden. So, Bremse und ziehen gleichzeitig. Und warten. So. Jetzt lasse ich wieder alles los und die Bremssättel werden wieder ausgefahren. Soweit fertig. Kleine Hinweise im Nachgang. Ich habe das Ganze mit der Handbremse und auch ohne Handbremse probiert, hat beides funktioniert. Wichtig ist nur, wenn ihr den Service-Modus rückgängig machen möchtet, dass ihr auf das Bremspedal und das Zurückziehen der Feststellbremse, dass ihr das gleichzeitig macht. Es hat eben bei mir nicht funktioniert, als ich die Bremse als erstes betätigt habe und dann die Feststellbremse zurückgezogen habe. Hat nicht funktioniert. Also darauf achten, dass ihr das gleichzeitig macht, damit das auch funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich auf einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Glocke gerne aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.